Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Budesheim, der Teller lecker. So wie versprochen gibt es jetzt die Videoanalyse zur Arnold Classic. Trotzdem war er nicht härter als ich und voller schon mal gar nicht. Und hat wirklich kaum Streifen gehabt. Der war wirklich hinter der Bühne schneckenfett, kann man sagen. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video bei mir aus der Küche. Und im heutigen Video soll es darum gehen, um die Arnold Classics UK 2021. Ich will mit euch nochmal mein Bühnenvideo, mein Stage-Video anschauen und nochmal mit euch über meine Form, über meine Platzierung und so weiter und so fort sprechen. Also im Prinzip das Ganze analysieren. Und bevor wir damit anfangen, machen wir uns erstmal ein leckeres Eis. Das können wir natürlich nicht währenddessen essen, weil da muss es gefrieren. Aber ich habe es neulich schon mal angekündigt, dass ich mir ab und zu mal in der Diät ein Eis selber mache, nur mit Ei, mit Whey und Banane. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So ihr Lieben, ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar wollen wir ein schönes Bananeneis machen. Dafür muss man natürlich im Vorfeld 2 Bananen einfrieren. Vorher natürlich schälen, bevor man die einfriert. Ganz klar. Und dann lässt man die leicht antauen und schneidet. Also man legt sie quasi 10 Minuten raus. Und dann schneidet man die Banane in kleine Scheiben. In dem Fall mache ich direkt einfach 2 Portionen. Man kann einfach eine Banane machen oder eben 2. Je nachdem, wie groß man die Eismenge dann eben haben will. Also eine Eismengenportion reicht, genügt eigentlich auch eine Banane. Aber man kann ja auch doppelte Portionen machen und auf 2-mal essen. So ist es ja nicht. So sieht das Ganze aus. Ja, schmeiß runter. Schöne Fleischereif-Schreber-Brettchen. So, dann macht man 2 Eier dazu. 1 und die Nummer 2. Dann die Küchenwaage und dann mache ich 80 Gramm Erythrit dazu. Wie viel man davon macht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ja, jetzt das Ganze hier mit dem Rührer einfach hier so ein bisschen reinstampfen in das Gefäß, damit die Banane noch ein bisschen zermatscht wird und mit dem Ei sich verbindet und anschließend das Ganze natürlich mixen. So. So, das Ganze ist dann richtig schön cremig und dann brauchen wir ein Messgefäß und dann machen wir 300 Milliliter Magermilch dazu. Ich habe hier die 1,5% Fette, ich habe es aber auch schon mit dieser 0,2% gemacht. Ich muss mich leider ein bisschen bücken, weil ich mein Kamerastativ in der Eisenhöhle vergessen habe. Schande über mein Haupt. Deswegen habe ich nur das kleine Stativ, das musste ich hier so ein bisschen behilfsmäßig aufbauen. Deswegen müsst ihr mit meiner schönen Brust Vorliebe nehmen. Wie macht das Steve Bentime immer so? So, jetzt 200 Milliliter Magermilch dazu. 150 mache ich mal. 150 Milliliter Magermilch. Und dann last but not least
nochmal 60 Gramm Whey-Protein, Banana-Milk, soll ein schönes Bananeneis werden. Auf der Suche nach dem Löffel, wie immer, aber hier ist er. So, die Milch machen wir schon mal hier rein. So. 60 Gramm müssten ungefähr 2 Scoop sein. Der war nicht ganz voll. So, 60 Gramm Bananamilk. Eiweißpulver übrigens, wenn ihr mich supporten möchtet, euch meine Videos gefallen, meine Videoprojekte etc. etc., dann könnt ihr das tun mit dem Einkauf bei ESO. Batsch. Und meinem Rabattcode BEEF natürlich. Ein kleiner Funfact, ich habe neulich das neue Vegan-Protein beworben mit meinem Rabattcode BEEF. Schon ein bisschen makaber, aber kann nichts dafür. Bin halt leider kein Veganer. So. Und weiter geht's zu dem Würger. So, wenn ich auf Diät bin, schlapper ich alles ab. Also Milchtüte abgeschlabbert. Die sind mich gerade voll geworden. Dann das Brettchen. Alle, die jetzt lachen, macht eine Diät. Ich schwöre es euch. Ihr fangt an. Budesheim, der Teller lecker. So, ihr Lieben, erstmal meinen Ablutschbart wegmachen und voilà, man siehe, eine große Schüssel voll Bananeneis und das Ganze nur mit wenigen Zutaten, mit 2 Eiern, 2 Bananen. Bananen kann man auch noch abwiegen, wenn man das genau haben möchte. Am besten vorm Einfrieren abwiegen. 200 ml Milch und ein bisschen Whey-Protein, das war's schon. Man kann das natürlich auch noch richtig low calorie machen, indem man eben auch das Whey weglässt oder noch weniger Whey ranmacht oder Magermilch, also statt 1,5% fette Milch nur 0,2% fette Milch. Also man kann das noch ein bisschen downsizen, aber ich denke mal, auch das Eis ist von den Werten ganz gut. Ich track's für euch mal ein und blende euch das hier ein, damit ihr auch die Nährwerte dazu habt. Und ja, das Eis kommt jetzt in die Gefriertruhe und wir sehen uns gleich vorm Computer wieder. So, wie versprochen, gibt es jetzt die Videoanalyse von mir zur Arnold Classics. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem ersten Video. Also, das Video stammt aus einem Livestream, deswegen kann es ab und zu mal sein, dass es hängt, dass es irgendwie nicht ganz so die Verbindung so gut war. Jetzt, das war der normale erste numerische Vergleich. Hier oben steht Classic Physik, das ist natürlich nicht korrekt. Hier sieht man schon, das waren dann die Gewinner, also der Nathan hat gewonnen, das ist der Platz 2. Und wenn man mal genau hinguckt, die sind alle beide, der Samson, glaube ich heißt er, und der Nathan, die sind auch alle beide nicht hart in Form, also die waren auch nicht hart abgezogen, aber die haben halt beide diese, ich nenne sie jetzt mal Black Muscles, diese runden Muskelköpfe, sodass denen verziehen wird, okay, jetzt haben wir den ersten Quarter Turn. Und im ersten Quarter-Turn habe ich ein Hinternet angespannt. Das ist ein bisschen doof. Und allgemein sieht man bei mir leider, ich bin zwar richtig schön prall. So prall war ich, glaube ich, noch nie zu einem Wettkampf. Ich war auch richtig schwer. Ich glaube, ich hatte 114 Kilo auf der Bühne. Aber das waren eben leider 2 Kilo zu viel. Denn ich hatte leider so einen leichten Wasserfilm drauf. Ich glaube, dass ich zu viel geladen habe. Aber, ja, wenn man das immer alles vorher so wüsste. Quarter Turns, da sieht man schon, Quarter Turns stehe ich gut. Da mache ich den Soldaten, wie der Roland Schürlock mir das beigebracht hat. So, hier sieht man nochmal ganz kurz, wenn ich mal durchdrücke, die Muskeln, die Brust, die ist gestreift. Alles ist gestreift. Auf den Beinen ist ein leichter Film drauf, weil die sind leicht glatt.
aber trotzdem, wenn ich durchdrücke, sind die Einschnitte und alles da. Der Hintern ist auch, sind auch Streifen drin, wenn ich den Hintern anspanne. Nicht ganz so fein, wie man das von mir gewöhnt ist, aber Streifen waren da. Also ganz so schlecht und ganz so fett war ich dann doch nicht. So, wenn man jetzt schaut, Most Muscular ist meine beste Pose. Wenn ich da durchdrücke, Brust ist durchgestreift, Beine auch von der Seite, den Quadrizeps ist leicht geteilt. Zwischen Quadrizeps und Hams könnte ein bisschen mehr Teilung sein. Hintern ist aber auch gestreift von der Seite, wenn ich ihn anspanne. Jetzt Rückenpose, wenn man sieht, ich spanne den Hintern an, Hintern ist gestreift, Rücken ist hinten durchgestreift und alles ist richtig schön voll. Wenn ich dann die Pose stelle, drücke ich den Arsch hinten raus, wie ich das geübt habe. Dann sieht man einfach massiver aus. Und das ist jetzt übrigens die nicht meine Kür, sondern meine Einzelpräsentation zu irgendeiner Musik, die da gerade abgespielt wird. Und ja, man sieht ein bisschen, dass ich den Bauch, der ist zwar flach, aber ich habe ihn nicht ganz unter Kontrolle. Man sieht ein bisschen in den seitlichen Bauch, in den seitlichen Posen, wie ich am Pumpen bin. Und das liegt halt einfach ein Stück weit daran, dass ich zu viel geladen habe. Ich bin eher so ein Typ, ich gehe gerne ein bisschen leerer auf die Bühne, also ein bisschen zu leer, weil ich eigentlich wenig Probleme habe mit der Fülle. Und diesmal wollte man aber maximale Fülle rausholen. Ich war aber im Endeffekt auch nicht ganz so leer wie vor den letzten Wettkämpfen. Und ja, das sind dann wirklich Nuancen. Also wenn da jetzt irgendwelche Schlaumeier hier irgendwas schreiben, von wegen, warum lädt der so viel und am besten gar nicht laden oder sonst was. Das ist wie immer. Den David Hoffmann, den haben sie zum Beispiel mal gehatet, warum er vor dem Olympia mit Burger geladen hat. So, wenn der geil ausgesehen hätte, hat er damals auch so einen leichten Film drauf gehabt, wenn er mega geil ausgesehen hätte, dann hätte jeder gesagt, oh, das war's, dieser Burger und das hin und her, das war genau richtig, das hat er gebraucht und wie auch immer, so sah er scheiße aus und dann sagen sie alle, wie kann der nur Burger essen? So, das ist halt wirklich so ein bisschen tagesformabhängig, was natürlich diesmal nicht ganz so cool war und das ist kein auf den Trainer schieben oder sonst was, aber mein Trainer war mit Zeitverschiebung in Mexiko, der Stefan, und ich war eben in England und wir hatten zwar regelmäßig Kontakt, aber da kann man Stefan keinen Vorwurf machen, der ist natürlich da in England, da geht es um die Olympia und so weiter und so fort. Und ich will jetzt sagen, dass er mich abgefrühstückt hat, um Gottes Willen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn der Trainer vor Ort ist, dann kann man nochmal individueller entscheiden. So habe ich eben nur gesagt, hey Stefan, ich fühle mich nicht leer genug, ich finde, ich sehe gut aus, ich würde nicht so viel laden. Und er hat gesagt, doch, zieh das Ladesystem durch, lade und auch da wieder. Ich hätte mich täuschen können, dass ich im Endeffekt zwar hart, aber zu flach gewesen wäre und untergegangen wäre, weil ich zu flach bin. Und er hätte, er hätte recht behalten mit mehr Laden. So ist es ein bisschen, meiner Ansicht nach, ein bisschen überladen gewesen. Und ja, da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, hätte Fahrradkette. Das ist wirklich individuell. So, jetzt werden wir aufgestellt. Das ist jetzt der erste Call-Out. Da werden wir am Rand aufgestellt. Und ja, und da war ich natürlich nicht im ersten Vergleich, da war ich natürlich schon mega enttäuscht. Klar, ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es ein Ding wird zwischen mir und dem Nathan, muss ich ehrlich gestehen. Weil auch der Samson, der hat gute Muskeln, aber ich finde, der hat eine kleine Beinschwäche. Ich finde, der war halt überhaupt nicht hart. So, ne? Also man hat hinter der Bühne gesehen, dass er Posinghose hat sich in den Bobs hinten so ein bisschen reingedrückt, weil da einfach noch ein bisschen Fett drauf war, da war nicht durchgestreift. Er hat natürlich schöne Bauchmuskeln, dann nennt sich so Blenderbauch, da guckt man sofort hin. Hat auch eine schöne Taille bzw. breite Schultern, der Samson, aber ich finde, er hat zu dünne Beine. Und ja, das ist jetzt der erste Vergleich. Also ich war nicht drin, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich sag mal, an dem Tag wäre ich am Nathan und am Samson nicht vorbeigekommen. Platz 3 war der Goulier, den habe ich auf den letzten beiden Wettkämpfen geschlagen.
Der hat sich stark verbessert zu England. Also er war noch mal härter. Er war die letzten Wettkämpfe nicht richtig hart. Er war härter. Hat sich auch recht toll verkauft. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ich von der Fülle und von den Streifen, Durchgestreiftheit, besser bin. Also das ist die Nummer 9. Das ist der, der ganz links jetzt steht. Das ist der Goulier. Wie heißt er mit Vornamen? Fällt mir gerade nicht ein. Fällt mir auch noch ein irgendwann. Und sieht man schon, da ist die Schulter, da sind keine Streifen drin, die Brust ist nur ganz leicht angestreift, im Hintern sind auch nur zwei Streifen drin. Wenn er jetzt den Rücken aufzieht, da sieht man, Rücken hat er eine Schwäche, da hat er so eine ganz dicke Haut am Rücken, so, da kommen kaum Streifen durch. Insgesamt, wenn jetzt alle, können wir mal gucken, wenn alle die Rückenpose aufziehen, Samson sieht geil aus im Back-Double-Biceps. Aber man hat schon gehört, die Kommentatoren konnten es auch nicht ganz verstehen, dass ich nicht im ersten Vergleich bin. So, ich weiß jetzt nicht, wie der ganz rechts heißt. Da müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber jetzt nennt mich eingebildet arrogant. Aber ich sehe mich definitiv besser als der ganz links und ganz rechts. Was der ganz links gut gemacht hat, der Goulier, er hatte den Bauch super unter Kontrolle, hat einen super flachen Bauch gehabt, hat auch schöne Bauchmuskeln und hat sich eben toll verkauft. Aber trotzdem ist und war er nicht härter als ich und voller schon mal gar nicht und gestreifter auch nicht. Und ganz rechts der hat auch eine Beinschwäche, die Nummer 8, hat auch eine Beinschwäche, hat zu dünne Beine. Und hat wirklich kaum Streifen gehabt. Der war wirklich hinter der Bühne schneckenfett, kann man sagen. Ist jetzt leider ein bisschen dunkel, das Ganze. Und dann sind halt auch leider ist ein bisschen dunkel. Tut mir leid. Da ist auch der Steve Weinberger, der Hauptjudge, ist auch ein bisschen böse geworden. Weil er sagt, your favorite most muscular, und die haben da einen halben Post-Down hingelegt und sind bis zum Bühnenrand vorgelaufen. Die Halle hat zwar getobt, für die Show war es geil, aber in dem Moment geht es um die Vergleiche. Das ist so ein bisschen, ich bin so German Discipline, da geht es um die Vergleiche und dann bleibt man back in line, also auf der Linie stehen. So, jetzt komme ich. Ja, they expected to see me not in the first call-out. Was mich noch irritiert hat, im ersten Vergleich waren nur vier Athleten. Normalerweise vergleichen die im ersten Vergleich 5 oder sogar 6. Also oftmals 6, um noch einen zu vergleichen, der noch in die Top 5 kommt. Also wo sie sich unsicher sind, ob die, der oder der in Top 5 kommt. Und diesmal wurden nur 4 verglichen, das hat mich schon mega unverunsichert. Ich habe gedacht, naja, vielleicht haben sie auch nur 4 verglichen, weil sie mich ganz klar weit vorne haben. War natürlich ein bisschen für mein eigenes Ego. So, man sieht schon ein bisschen, im Oberkörper konnte ich mit der Härte dann auch mithalten. Aber je länger der Abend ging, desto mehr sind die Beine leider zugelaufen. Das war wirklich einfach, ich hatte zu viel Wasser drin, also zu viel geladen, ganz einfach, meiner Ansicht nach. Stefan sagt rückblickend, da wäre noch zu viel Fett gewesen, aber ich muss sagen, die Tage zuvor, und das habe ich ja mit ihm besprochen im Nachgang, die Tage zuvor hatte ich eine scharfe Form, also da war ich besser scharf. Vielleicht können wir mal ein Bild einblenden aus der Küche von Tagen zuvor, also da war die Härte da, da waren die Streifen da und dann beim Laden ist es immer besser geworden, bis am Wettkampftag und da ist es gekippt. So, und der Christian Wolfski, das ist der, der jetzt rechts von mir steht, mit der blauen Posinghose, der hat die Nummer 13, der hat den Platz 5 gemacht, der Christian ist ein ganz, ganz cooler Typ, aber wenn man mal schaut, dem fehlt halt die Muskelmasse und härter war der auch nicht wie härter als ich.
Jetzt von der seitlichen Posen, Side Triceps. Ja, bei Side Triceps sieht man es relativ deutlich, dass ich halt zu voll war, zu überladen war. Denn da habe ich in der seitlichen Trizepspose den Bauch nicht richtig reinbekommen und habe auch somit den Serratus, also die seitlichen Bauchmuskeln, nicht richtig zeigen können. Bauch und Beine, sieht man, Bauch war auch nicht ganz tief. Aber das ist natürlich sehr selbstkritisch. Trotzdem muss ich sagen, fand ich mich immer noch besser als jetzt hier der Christian. Oder, na gut, die anderen, die waren dann sowieso hinter mir. Also sagen wir mal so, auf Platz 4 oder 5 hätte ich mich auf jeden Fall gesehen. Platz 3 wäre meiner Ansicht nach auch drin gewesen. So glatt war ich nun auch wieder nicht. Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt. Aber es ist auch nichts, was ich lernen musste. Denn ich wusste vorher schon, oder wir wussten, ich rede mal in der Wir-Form, wir wussten vorher schon, ich brauche einfach diese, wie sagt man, Cranny-Härte, um zu bestehen. Das ist halt einfach mein Joker, weil ich habe nicht die beste Symmetrie und ich bin auch nicht der massigste, aber ich bin der gestreifteste und das kommt eben nur durch diese Streifen, wenn man richtig hart ist. So, das ist meine Kür. Huge. Condition is huge. Sergio-Pose. Double Biceps. Und da sieht man schön der Double Biceps-Pose. Normalerweise ist dieser Cut zwischen den vorderen Bauchmuskeln und den seitlichen Bauchmuskeln bei mir deutlicher zu sehen. Rücken war durchgestreift. Jetzt. Powerful routine, George. Powerful routine, powerful physique. I think he came in this show trying to be as huge as he could. He's definitely succeeded with that. Man sieht halt, voll und prall war ich schon ordentlich. His balls seem to some fantastic hero music. Is what you call it? Hero music? Powerful hero music. Fits his physique very well. Yeah. But he's gotta be disappointed. Not be. Musik hat ihm auch gefallen, das finde ich schon mal schön. Hero Music. Ja, vom Posing her hätte ich in der Kür noch ein paar spektakulärere Posen einbauen können und ja, was wird mir auch oft nachgesagt, da bin ich auch dran am Arbeiten, das kann man nicht von heute auf morgen lernen, leider. Einfach diese Selbstsicherheit auf der Bühne, beziehungsweise dieses, ja, du musst so ein bisschen ich bin der Boss-Denken haben und das fällt mir noch ein bisschen schwer und ich muss gestehen, das ist ganz komisch, aber durch Lockdown ist mir das noch schwerer gefallen, da war ich einfach jetzt anderthalb Jahre so abgeschottet von irgendwelchen Menschen, dass ich da irgendwie dieses auf die Kacke hauen quasi. Livestream war leider eine Katastrophe. War zwar kostenlos, aber Katastrophe. So, hier war nochmal ein Vergleich. Das war jetzt die zweite Cutout-Runde. Vielleicht haben sie verglichen, wer halt nochmal mit in die Top 5 rutscht. Aber ja, weil sie den Samson und den Nathan ganz klar auf 1 und 2 hatten. Aber wenn man jetzt mal sieht, wenn man jetzt mal das Video anhält, also ich finde mich schon besser als die Nummer 8. Der hat halt zwar dicke, runde Muskeln, aber der war hier überhaupt nichts gestreift. Der Bauch war verwaschen, die Beine waren nicht tief. Da waren keine Streifen in den Beinen. Rückenpose war okay. Also sieht man von der Seite, da ist nichts gestreift. Hier hat er eine Teilung im Quadrizeps.
So, Hintern durchgestreift, Rücken durchgestreift, wenn ich aufziehe. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gänzlich an der Form vorbeigeschossen bin. Das war wirklich lediglich leider meiner Ansicht nach ein bisschen überladen. Und im Vorfeld, das muss man auch dazu sagen, auch ich sag mal zu Stefans Schutze, wenn man richtig leer ist, also wenn man wirklich richtig ratzeputze leer ist, dann kann man fast nicht zu viel laden. Da kann eigentlich kaum noch was passieren. Dann wird man in der Regel eigentlich immer nur noch besser und besser und besser, wenn man nur ohnehin nicht komplett leer ist. Warum auch immer, ich habe meine Diät hart durchgezogen, aber wenn man ohnehin nicht komplett leer ist, dann wird man erst besser beim Laden und dann kippt es aber schneller. Wahrscheinlich würde es auch kippen, wenn man richtig leer ist, aber das dauert dann einfach länger, bis das kippt. Also bis dann die Form einfach, bis man zu voll ist, bis man zuläuft, bis man subkutan Wasser zieht. Und warum ich nicht richtig leer war im Vorfeld, das lag natürlich auch ein bisschen an Stress, den ich ein, zwei Wochen vorher noch hatte, so mit Business und Privat und hast nicht gesehen. Das hat natürlich sein Übriges getan. Ist ganz interessant, wenn man als Leistungssportler nicht mental zu 1000% auf der Höhe ist, dann funktioniert der Körper nicht zu 1000%. Das ist einfach so. So, seit Triceps, da sieht man wieder, deswegen ist auch der Platz von dem Goyer hier gerechtfertigt. Verdammt, wie heißt der denn nochmal? Ich google gleich. Denn in der seitlichen Trizepspose war einfach hier an dem Tag härter. Seitliche Trizepspose, sieht man schön die Bauchmuskulatur, Trizeps, er hat Bauch schön flach unter Kontrolle, hat schön gepostet. Also da kann man nicht meckern. Und bei mir, dadurch, dass ich so voll war, habe ich mich dann klein gezogen, weil ich nicht mit dem Arm richtig rumkam. Und dann somit hat man auch nicht die seitlichen Bauchmuskeln so gut gesehen. So, das war's mit den Videos. Mal gucken, ob ich noch ein, zwei Bilder für euch finde. Halt. Das hier, das Bild, das war aus dem Studio, zwei Tage vor dem Wettkampf. Und hier sieht man noch in der Doppelbizeps, dass der seitliche Bauchmuskeln, dass die Kante zwischen Bauchmuskeln und seitlichen Bauchmuskeln, die war gegeben. Ich war schön hart, ich war durchgestreift, ich war geadert. Im Prinzip, dummerweise, ich hätte einfach so bleiben sollen. Vielleicht gar nicht laden sollen, weil ich einfach diese Härte brauche. Es ist nun mal so. Aber wie sagt man so schön, hätte Fahrradkette. So, hier haben wir ein paar Bilder aus der Küche. Das war nach dem ersten Ladetag, wo ich euch gesagt habe, da bin ich eigentlich immer besser geworden, sieht man schon. Da war die Brust noch mehr gestreift, der Bauch war da, die seitlichen Bauchmuskeln, die Beine waren gestreift. Also da war eigentlich noch alles schick. Bis das dann halt irgendwann leider etwas gekippt ist. Und man muss aber auch dazu sagen, dass mit diesem Ladesystem vom Stefan, das ist ja nicht schlecht, auch nicht schlecht für mich, denn es hat ja zweimal super funktioniert. Aber man muss immer dazu sagen, jeder Wettkampf hat andere Gegebenheiten. Und bei den beiden letzten Wettkämpfen, da waren wir eine Woche vorher schon vor Ort, konnten uns quasi akklimatisieren, hatten dann keinen Stress mehr, beziehungsweise nur vor Ort etwas Stress wegen Content drehen etc. etc. Und hier war es halt so, dass wir am Mittwoch erst angereist sind. Der Mittwoch, der Anreisetag, der war mega, mega stressig. Und dann war noch der Donnerstag und Freitag. Da haben wir dann auch ein bisschen zu tun gehabt. Und da braucht man aber auch erstmal ein bisschen, um anzukommen, runterzukommen etc. etc. Und somit hat man ganz andere Gegebenheiten, Geflogenheiten. Ja, hier sieht man nochmal meine, ich sag mal, die beste Pose, die ich immer mache, dieses Most Muscular, mit einem Bein ausgestellt. Und ich glaube, mit der Form, wenn ich die so gehabt hätte auf der Bühne,
da wäre alles schick gewesen, wäre alles gut gewesen. Und ich glaube, dann hätte ich vielleicht auch eine Platzierung weiter vorne erreicht. Weiß man nicht. Vielleicht war auch die 6. Platzierung gar nicht so krass von der Form abhängig, sondern auch ein Stückchen weit politisch gesehen. Das weiß man leider nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss sagen, ich habe mit dem Stefan gesprochen. Stefan sagt, hör jetzt auf, brech die Vorbereitung ab und ruh dich aus, regenerier dich und dann starten wir nächstes Jahr wieder neu durch, suchen wir uns schöne Wettkämpfe raus und drücken uns mal selber die Daumen, hoffen mal, dass nächstes Jahr die Wettkämpfe alle wie geplant stattfinden und nicht irgendwie verschoben werden etc. Ja, aber in 2 Wochen ist noch ein Wettkampf oder jetzt fast nur noch in einer Woche ist noch ein Wettkampf, ja in einer Woche in Rom, in Italien. Und da überlege ich noch dran teilzunehmen. Ich habe jetzt die Diät noch weiter durchgezogen, habe mein Cardio noch weiterhin gemacht. Ja, und überlege halt in Rom dran teilzunehmen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich es mache oder nicht mache. Ja, es war eine mega lange Saison. Ich habe letztes Jahr an Weihnachten schon mit der Diät angefangen. Also habe nicht Weihnachten schlemmen können. Habe dann die Diät wieder abgebrochen, habe wieder angefangen, wieder abgebrochen, wieder angefangen. Ich meine, die Story habe ich mittlerweile schon ein paar Mal erzählt. Und dann war es eben so, erste Wettkampf Mitte Juli, jetzt war man Mitte Oktober. Und wenn man halt die Form so lange konservieren muss, das ist halt eben auch immer beschissen, bescheiden. Am liebsten suche ich mir Shows raus, die dicht aneinander liegen. Dann frühstücke ich die ab. Bestenfalls sogar, dass die im gleichen Land sind, also USA, wo man dann einfach 3-4 Wochen durch die USA tourt, die Wettkämpfe mitnimmt und dann die Sache erledigt hat, mehr oder weniger. Die Saison hat mir trotzdem sehr, sehr viel gebracht, denn ich habe sehr viel gelernt. Ich konnte mich sehr, sehr gut etablieren und mir weiterhin einen Namen machen. Also ich bin jetzt schon so weit, dass ich mit einem Rudi Winkler gemessen wurde und mit einem Nason und mit anderen namhaften Athleten und auch gar nicht so schlecht aussah. Das heißt, das spricht sich natürlich auch rum und dieses Rumsprechen ist im Profibusiness eben auch wichtig, um sich einen Namen zu machen. Das ist wie in jeder Firma so und ich denke mal, das ist mir gelungen. Aber das ist auch der Grund, warum ich überlege, eben noch Italien zu machen, weil ich einfach mit meiner Form nicht zufrieden war und so für mich jetzt keinen inneren Frieden finden kann, wenn ich weiß, ich habe 2-mal richtig geile Form gezeigt und beim letzten Mal habe ich so ein bisschen die Form so ein bisschen verfehlt. Wobei ich nur mal sagen muss, nicht gänzlich verfehlt, sondern einfach, es war nicht meine beste Tagesform, sagen wir es mal so. Und das nagt so ein bisschen an meinem Ego. Deswegen überlege ich halt nur für mich, nicht für irgendeine Quali, sondern nur für mich, diesen Wettkampf noch mitzunehmen, um mir nochmal zu beweisen, dass ich geil auf der Bühne aussehe. Auf der anderen Seite, ich weiß, dass ich gut aussehen kann und nächstes Jahr sehe ich wahrscheinlich noch besser aus. Deswegen, das ist immer so eine schwierige Entscheidung, macht man es nicht. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, vielen, vielen Dank an euch, an die Fans, die immer an mich glauben, die mir immer die Daumen drücken und die immer mitfiebern, die mich supporten mit meinem Rabattcode BEEF und so. Das ist ganz, ganz cool und auch ganz, ganz wichtig, damit dieses ganze Gesamtkonstrukt mit Videos, Kameramann, ich habe ein ganzes Team dabei gehabt, die Wettkampfreisen, damit das alles finanziert werden kann und ja, und auch mit den Kommentaren. Seid so lieb, abonniert meinen Kanal. Ich habe sehr, sehr viele inaktive User, denn das ist halt eben auch so ein kleines Feedback, was ihr mir geben könnt, damit ich weiß, okay, das, was ich mache, kommt gut an und dann bin ich auch motiviert, noch mehr zu machen, noch cooleres Zeug zu machen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sehen möchtet in Zukunft. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass die nächsten Jahre Bodybuilding mein Beruf wird und deswegen, wie in jedem Beruf, will man natürlich das Beste abgeben, Beste liefern. Die letzten Jahre war Bodybuilding mehr oder weniger eigentlich nebenbei. Da habe ich hauptsächlich studiert und in einer Firma gearbeitet etc. Und ich habe immer einen Anspruch an mich, wenn ich was mache, dass ich es auch gut machen möchte. Und die letzten Jahre habe ich es einfach so gut gemacht, wie ich konnte, einfach aus Zeitgründen. Jetzt kann ich mich besser hier drauf konzentrieren und deswegen will ich es auch besser machen. Und das geht natürlich auch nur mit eurer Hilfe. Also in diesem Sinne, ich bin raus und ganz zum Schluss möchte ich euch nochmal den neuen Crank Pump Pro empfehlen. Den gibt es in Eistee für sich und der schmeckt wirklich so, so lecker. Probiert ihn einfach, schmeckt wirklich geil. Ich empfehle ihn euch. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal.
euer Tim und lasst euch euer Eis schmecken.